damit Ihre Wünsche nicht zu kurz geraten. Sparkassen Privatkredit. Jenseits des Platzes war heute ein ganz großes Gesprächsthema. Du schmunzelst, du weißt schon, was das Thema ist. Ich bin bestimmt nicht der Erste, der dich fragt. Jochen Koch hat geschrieben, du hast dich ganz klar festgelegt, so sieht das aus. Ist das genau so? Das ist aus einem längeren Gespräch von letzter Woche herausgenommen worden. Letzter Woche? Also nicht tagesaktuell heute? Nein, es war nicht heute früh oder gestern früh gewesen, sondern wir haben, wie das halt ist, man kennt sich, man hat Gespräche mit der Presse oder mit angerufen und ich habe, es kann auch am Montag gewesen sein, also bitte schlag mich jetzt nicht tot, aber ich habe ganz klar gesagt, ich habe nochmal das aufgezeigt, was wir ursprünglich, wie ursprünglich das Konzept war. Senatoren, Senatorenvorsitzender, Präsident, wurde auch von Thomas Kalt, was ich ein sehr gutes Konzept fand, sonst hätte ich mich auf diesen Zug, ich sage es ganz ehrlich, nicht draufgesetzt, sondern habe gesagt, ich finde das Konzept gut, wenn wir alle zusammen sind, in der Wir-Sprache sprechen, das habe ich ja auch bei unserem ersten Interview auch gesagt. Bin mit dem Herrn Ruhl auch zu vielen Institutionen gegangen, was der Thomas Kalt auch getan hat. Also es ist nicht so, dass da irgendwo ein gespaltenes Verhältnis war, sondern es war immer ein Wir-Einander, Wir-Sprechendes Miteinander. Wenn du von Wir, damit ich nochmal fragen darf, wenn du von Wir sprichst, dann war das das Gesamtkonzept, so wie es vorgesehen war, so mit Thomas Kalt, mit Dr. Ruhl. Genau, mit Jörg-Han Bückels, ja, mit den zwei anderen Präsidenten aus dem Physik, also was heißt Präsidenten, mit Leuten aus dem Präsidium. Es war immer ein Wir-Sprechen. Es wurde ja auch, Thomas Kalt hat ja auch gesagt, ich habe den Herrn Ruhl schon eingebracht, habe ihn sehr viel informiert, dann hat das Ganze eskaliert, dazu möchte ich keine Stellung abnehmen, ich war also nicht dabei. Und jetzt ist es so, dann wurde ich des Öfteren von den Medien, ist ja ganz logisch, befragt, was ich davon halte und habe immer gesagt, zu allen gesagt, das ist das Konstrukt, was war, das unterschreibe ich heute noch, dass es für mich ein sehr gutes war, weil ich denke, das wäre auch gut geworden, wenn es nicht eskaliert hätte in irgendeiner Form und habe aber dann gesagt, nachdem es eskaliert war, bitte, halte zu dem Verein. Wir waren auch beim Wahlausschuss, haben uns so vorgestellt, weil wir der Überzeugung waren, dass das so richtig ist. Habe aber dann auch gesagt, ich bin dafür, ich kann auch einem Frank Ruhl jetzt nicht den Rücken kehren, kann meine Fahne von Rot in Blau umwendeln. Er ist nicht da, ist in Urlaub. Bitte lasst Zeit, bis er da ist, damit ich mit ihm sprechen kann, was er vorhat, auf Zeit gesehen, ob er dabei bleibt, ob er eine Form hat. Und dann entscheide ich mich erst, was es geht. Und ich habe allen gesagt, ich habe das auch, ob das FAZ oder wer war, bitte lasst mir Zeit, ihr könnt 4 oder 6 Wochen vor der Jahreshauptversammlung mich befragen, dann werde ich mein Konzept vorstellen. Ich bin sozusagen ja jetzt heute der Letzte im Bunde. Du bist ja heute den ganzen Tag, befragt worden von den ganzen Pressevertretern, weil es ja so rüberkam, heute in dem Bericht in der Offenbacher Post vom Jochen Koch, dass das jetzt alles so schon klargezogen wäre. Ja, man hat das Gefühl, ist alles in den trockenen Tüchern, aber ich sage, ich bleibe bei dem, was ich vor 8 oder vor 14 Tagen auch schon gesagt habe. Ich warte erstmal ab, wie sich das entwickelt. Man weiß ja auch nicht, was mit Thomas Kalt ist. Er hat sich ja 10 Tage Bedenkzeit ausgegeben. Oder mindestens, oder sagen wir mal 10 Tage, die sind noch nicht rum. Er wollte seine Entscheidung dann erst abgeben, was er macht oder nicht macht. Das ist ja dann auch wieder, wenn er morgen sagen würde, ich mach's neu, ist ja auch wieder eine neue Situation. Was ist dann, was ist mit den anderen, die jetzt in dem Präsidium sind oder die jetzt sich zur Verfügung gestellt haben in dieser Konstellation? Das ist alles für alle Beteiligten etwas Neues und das muss man erst abwarten. Ja, dann danke ich dir erstmal für die Stellungnahme. Mir war es jetzt nur wichtig, weil ich habe gesehen, die ganzen Journalisten haben die alle wahrscheinlich die gleiche Frage gestellt und dann darf ich als Letzter im Bunde die auch stellen. Du darfst das, aber ich habe überall im Grunde das Gleiche gesagt. Lass mich auch nicht davon abbringen, denn ich sage, ich warte ab. Ich habe immer noch eine Option, die ich für mich aufhabe und ich kann mir dann überlegen, tue ich es mir an, mache ich es oder mache ich es nicht. Das muss einfach die Zeit jetzt bringen, was die Einzelnen wollen. Ich habe gegen niemanden was, das ist klar, aber ich bin nicht bereit, irgendjemanden jetzt zu schneiden, nicht mehr guten Tag zu sagen. Das geht nicht. A, ist derjenige nicht da und B, das gehört sich auch nicht. Das ist meine Meinung. Ich danke dir. Bitteschön. So, das.